Ja, morgen, morgen, morgen hier in dieser wahnsinnig mysteriösen Atmosphäre, die dieses Spiel prägt. Ich möchte an der Stelle, bevor wir weitermachen, noch einmal kurz Pendulum grüßen. Und er hat schon recht, gestern in unserem gestrigen Part haben wir ein Fokus-Gurt bekommen. Ich denke mal, alle erinnern sich daran. Und da hat er noch angemerkt, dass natürlich derjenige mit der Vierfachschwäche ein bisschen mehr davon profitiert. Und er hat auch absolut recht. Deswegen wird's Knickknack kriegen. Und ich werde dann unserem Wauwestein wieder unsere geliebte Beere geben. Unsere Pirsif-Beere. Alles klar, perfekt, passt. Und mit diesem kleinen Schlenker und dem kleinen Extra-Gruß, ich hoffe, er freut sich darüber, gehen wir weiter. Wir marschieren wieder aus dieser Ruine. Und wir bewegen uns dementsprechend Richtung nächster Cutscene. Ich pack wieder mal meinen netten Freund, unseren Tauros, aus. Und bewege mich wieder zum Seevolk. Das geht ja dank Tauros dann doch recht schnell. Und dann triggern wir die nächste Cutscene. Jawohl. So. Morgen, morgen, morgen. Harpo und Lily again. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was sich Game Freak dabei gedacht hat, als sie diese Spiele kreiert haben, Sonne, Mond. Ich verstehe nämlich zum Beispiel nicht, wir mussten jetzt den ganzen Weg zur Ruine gehen, um dort 4 Cutscenes zu erleben, nur um dann zurückzugehen und in die nächste Cutscene zu gehen. Das ist nicht nur, das fühlt sich nicht nur nicht wie Pokémon an, das ist sogar ganz... Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es fühlt sich nicht mal RPG-mäßig an. Wir gucken mal. So, dafür sind Freunde doch da. Für Freunde, ein so talentierter Trainer wie Harpo betrachtet mich als Freundin. Oh, da ist sie Hype. Nochmals danke, Harpo. Ich werde nicht aufgeben, was auch geschieht. Sprich am besten mit dem Oberhaupt des Seevolkes Keanu Reeves, wenn du Kokowai Island einen Besuch abstatten möchtest. Ich wünsche dir eine gute und unsichere Reise, wollte ich gerade vorlesen, aber es ist doch eine sichere. Pump Pro! So, Lily geht einfach, scheißt auf uns. Direkt zu Keanu Reeves, kann ich verstehen. Na gut. Warum haben sie dem Seevolk-Captain nicht einen eigenen Sprite gegeben? Game Freak, why? Okay. Genug des Rants. Wir genießen jetzt wieder dieses semi-tolle Spiel. Let's go. Hallo Lily. Hallo Keanu Reeves. Was geht ab? Habt ihr sie gefunden? Ja, und Harpo ist jetzt die neue Inselkönigin. Hype. Na, das ist doch wunderbar. Da würde sich ihr Großvater aber freuen. Ja, sie wird sich für ihren verstorbenen Großvater sicher ordentlich ins Zeug legen. So wie ich. Ich muss ja auch mein Bestes für Mutter und Wölkchen geben. Und wir kennen nun auch unser nächstes Ziel. Wo sich... ich möchte das kurz mal vorlesen. Das klingt mehr als falsch. Und wir kennen nun auch unser nächstes Ziel, wo sich die Flöte befindet. Ich kenne mein Ziel. Dort, wo sich... Naja, gut. Ich lasse das mal. Nicht, dass das wieder so ausartet wie mit dem Ebitag aus der Hose. So, Kokowai Island natürlich. Kokowai Island. Ach, ihr meint, wo sich die... Oh. Okay, es wird mehr als zweideutig gerade. Naja, die Inselkönigin habt ihr ja schon getroffen. Und da der Captain von Pony gerade nicht da ist, könnt ihr die Prüfung für die Inselwanderschaft ja fürs Erste eh nicht ablegen. Also gut, dann ab an Bord mit euch. Mein Schiff, die Carpador, bringt euch ganz gemütlich ans Ziel. Das ist witzig. Auf geht's.
Lilly is hyped. I like. Bye, have a great time. Ja. So. Coco bei Island. Here we are. Sicher Mond. So, da wären wir endlich. Coco bei Island. An diesem Ort wurden früher anscheinend auch Prüfungen abgehalten. Naja, viel Glück euch beiden. So, dann machen wir uns mal auf die Suche nach der Flöte. Ich glaube, so langsam verstehe ich, dass Trainern, die ein Pokémon ihrer Seite haben, nichts im Weg steht. Alright, Lilly. Ich will zurück. Nein, nein, natürlich nicht. Alright. Was geht denn jetzt mit der Kamera ab? Die nächste Cutscene, of course. Für mich ist ein Trainer jemand, der zusammen mit seinem Pokémon eine Tür in die Zukunft öffnet. So sehe ich dich zumindest, Anna, und auch Tali und Hapu ebenso. Tja, was wohl diese Palme ist? Ah, Anda! Okay, komm her, du dumme Palme! Ich zeig der Palme jetzt, wer hier der echte Kokowai-Meister ist. Los, Knickknack, jetzt gibt's nämlich einen kleinen Überraschungseffekt. Ach, du Schande, man sieht Kokowai nicht. Okay, das finde ich lustig. Ich muss nämlich eine Sache zugeben. Ich habe Alola Kokowai noch nie in Action gesehen. Wie gesagt, für mich ist das First Time. Und auch Drachenklaue, die Kokowai. Den Zweiteil ist ein Phänomen, das ich so in meiner Kindheit nie für möglich gehalten hätte. Aber bin ich vielleicht erschrocken, das war ein Kokowai, oder? Hast du gesehen, wie groß das war? Das muss an dem Klima hier in Alola liegen. Ihr Face, ja. Ihr Mund, ja. What? Diese Kameraführung in diesem Spiel. Wahnsinn. Okay. Jetzt ist sie schon wieder 1000 Meter weiter. Na gut, soweit auch nicht. Und da vorne wartet schon die nächste Cutscene auf uns. Aber, um mal ein bisschen für Abwechslung zu sorgen, werde ich mal was machen, was wir in diesem Let's Play noch gar nicht gemacht haben. Wir werden ein bisschen uns das wilde Gras anschauen. Ja, das wilde Gras. Hier gibt es ein Gastrodon. Gastrodon, eins meiner nicht so geilen Lieblings-Pokémon. Ich erinnere an Pokémon Gaia zurück. Da gab es einen echt geilen Kampf. Und ich weiß nicht, was mit meinem Spiel los ist, ne? Seit irgendeinem Update ist hier die Hölle los. Kokowai ist am Start. Was gibt Kokowai eigentlich für EV? Wir gucken das mal eben nach. Kokowai. So. Der gute alte Drache. Kokowai gibt uns Spezialangriff. Also genau wie das normale Kokowai. Okay, dann hau ich rein. Bye! Lohnt sich also nicht mal. Jetzt kommt das nächste. Ein Owei. Na gut. Junge, Junge, dieses Spiel ist aber auch echt crazy. Also, nächste Cutscene, ich bin bereit. Es fängt an zu regnen. Oh, shit. Es regnet ja. Oh mein Gott, Leute. 10 Minuten hängen wir hier schon Cutscene drin. Ich bin gespannt, ob wir noch... Aber erstmal kommt hier eine Love Story. In Alola regnet es also auch manchmal was. Mein Rock ist ein wenig nass geworden. Jedes Mal, wenn es regnet, erinnere ich mich an ein Erlebnis aus meiner frühen Kindheit. Ich hatte einen Film gesehen, in dem alle im Regen sangen und tanzten. Ah, wow. Den Film gibt es ja wirklich. Das ist ja witzig, dass er darauf angespielt wird.
Das wollte ich dann auch unbedingt einmal machen. Als ich höre nur die Coco weiß, ne? Als mich Mutter im Regen tanzen sah, lief sie ganz eilig nach draußen, ohne dabei an einen Regenschirm zu denken. Und dann lächelte sie plötzlich und fing an, mit mir zusammen im Regen zu singen und zu tanzen. Wir holten uns dabei natürlich beide eine Erkältung. Sie ließ mich bei sich in ihrem Bett schlafen. Ich war so glücklich, dass ich sie mehrmals aufweckte, weil ich es kaum glauben konnte. Aber irgendwann veränderte Mutter sich dann. Sie hatte plötzlich nur noch die Ultrabestien im Sinn. Null und Wölkchen, sie mussten beide so schrecklich leiden und ich konnte nichts tun. Aber weißt du was, Ander? Jedes Mal, wenn ich verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß, kommst du und hilfst mir. Okay, das artet gerade wirklich in eine Love Story hier aus. Du zeigst mir immer und immer wieder, dass man doch etwas bewirken kann. Schon unsere allererste Begegnung. Wölkchen wurde angegriffen und ich konnte nur tatenlos zusehen. Zusehen, wie du von der Hängebrücke stürzt. Wie dein Rupigam sich mit Kapuriki anlegte. Ihr beide beinahe gestorben seid. Und auch im Ätherparadies, wo du damals die Ultrabestie angegriffen hattest. Und danach erneut mit mir in die Aktion tratest. Ich konnte nichts tun. Außer darauf zu warten, von dir und den anderen gerettet zu werden. Wann immer ich in Schwierigkeiten stecke, bist du zur Stelle. Sag mal, Ander, weißt du denn schon, was du tun willst, wenn dieses EP vorbei ist? Den Pokédex füllen? Noch stärker werden, natürlich. Es muss toll sein, zu wissen, was man will. Ich beneide dich wirklich darum. Ich denke, ich möchte auch gern ein Trainer werden. Und mit dir auf Reisen gehen, Ander. Oh. Wow. Ich find's lustig, wie wir immer den gleichen Gesichtsausdruck haben. Erinnert mich so ein bisschen an Rot. Und das, was Lilly gerade perfekt nachmacht. Punkt, Punkt, Punkt. Oh. Magie. This game, guys, this game. I'm so sorry, ich kann euch keinen Kampf anbieten in diesem Part. Außer das eine Kokowai. Ich würde sagen, das ist ein gutes Omen. Schön, oder? Schön. Wirklich schön. Puh. Du wirst dich doch nicht von Lilly abhängen lassen. Sie ist im hinteren Teil der Insel. Oh Gott, das ist... Die nächste Cutscene. Also, hier geht's hoch. Was ist da unten wohl versteckt? Eine TM? Ein Item? Schön Schuppe. Ich gehe weiter. Was erwartet uns? Die nächste Cutscene, aber ich scoute erstmal hier nochmal. Also hier liegt einfach die Flöte. Bei Wind und Wetter liegt hier eine Flöte. Kein Pokémon hat jemals gewagt, diese Flöte zu stehlen. Ich rede mal mit Lilly. Ander! Auf dem altertümlichen Sockel liegt eine Flöte. Willst du die Flöte an dich nehmen? Nein! Jetzt haben wir beide Flöten, die Sonnenflöte und die Mondflöte. Ob wir damit wirklich das legendäre Pokémon beschwören können, weiß ich nicht. Aber ein Versuch ist es wert. Vielen Dank, Ander. Und weg ist sie. Los gehen wir wieder zum Oberhaupt des Seevolkes und fahren zurück nach Pony. Eieiei. Wow, immerhin, wow. Ich musste nicht den Weg laufen. Dankeschön. Da wären wir wieder. Ihr geht jetzt zum Podium, um die Flöte zu spielen, oder? Das Podium befindet sich im hintersten Winkel des Canyons von Pony. Auf dem Weg dorthin lauern viele Gefahren auf euch. Der Canyon von Pony ist vergleichbar mit einer Prüfung und die Natur ist ihr Captain. Er ist nicht weit von Harpus Haus entfernt. Ich wünsche euch viel Erfolg. Nice. So, dann wollen wir doch mal was checken.
So, jetzt möchte ich mal checken, wo wir unser... Na, also Moment, erstmal haben wir eine Schönschuppe. Ja, genau. Für Ala, für die Kollegen, für die Aale unter uns. Und dann wollte ich noch schnell mal was checken, und zwar unser Magneto-Murkel. Wo haben wir dich? Nice. Braucht nicht mehr lange bis zum nächsten Level Up. Das ist auch großartig. Oh, sehr gut, sehr gut. Freut mich. Dann gehe ich jetzt geschwind. Kann ich hier schon mounten? Yes. Oh, ich laufe hier einfach mit einem Taurus. So, läuft schon mal ganz gut. Upsa. Einmal rüber. Oh, hi. Können wir wenigstens kämpfen? Das wäre geil. Die Sitzbarrikade von Team Skull. Was wollt ihr von Team Skull denn alle hier? Wir haben hier auf euch gewartet, yo. Jemand von der Aether Foundation hat uns da nämlich was gesteckt. Ihr wisst angeblich, wie wir unseren Boss Bromley retten können. Also spuckt es schon aus. Lasst die Infos raus. Oh, cool. Die wollen Bromley retten. Das ist doch geil. Wie ich euch kenne, muss ich die Infos mit Gewalt aus euch rauslocken. Macht euch schon mal auf fiese Schmerzen gefasst. Ja, wir können kämpfen. Oder nicht? Ja. Oh, ja, Leute. Wir erleben noch einen Kampf. So, los geht's. Team Skull Rüpel mit einem Pokémon. Imantis. Toxin trifft immer, wie wir wissen. Das wäre jetzt echt ironisch. Ich werde mal auswechseln. Wisst ihr, wen wir schon ewig nicht mehr gesehen haben? Oh, Solarstrahl. Das ist ja witzig. Na, dann wollen wir mal sehen. Oh, doch kein Solarstrahl. Schade. So. Diese Schmerzen, sogar mein Herz tut weh. Kommt der nächste? Ich beende den Part nach euch. Das ist klar, ne? Also macht hier Action. Das hat echt weh getan. Fran ist auch am Start. Unsere gesamte Riege an Pokémon kriegst du jetzt auch noch ab. Wir geben 200%, wenn wir Bromley damit retten können. Ohohoho. Kommt jetzt jeder einzeln? Wenn ja, dann schaffen wir das gar nicht mehr in dem Part. Ist ja auch ziemlich uncool. Ja! Alle. Nice. Also alle auf einmal. That's good. So, Molunk ist am Start. Der kleine Feuer... Ameisenbär. Zeit für Kleid Schaufler. Toxin. Okay. Irgendwie hatte ich das im Gefühl, ganz am Anfang des Parts, dass es vielleicht doch ein Fehler war mit der Pirsif-Beere. Und dem Fokusgurt. Und da kommt wenigstens der Crit. Das ist aber Knickknacks Ende. Nahkampf? That's a bit cool. Oh, Nahkampf ist mega nice. Ich bin am überlegen, welche Attacke ich dafür remove. Durchbruch, Steigerungshieb, Carphammer. Ich glaube Durchbruch. So. So, Radikal ist unser nächster Gegner. Ja, perfekt. Wobei ich gerade nicht weiß, welches Radikal es ist.
Aha. Das gute alte Alola. So. Nahkampf sitzt. Das ist doch geil. Wir sehen, wir kriegen unser ganzes Team zu sehen. Das finde ich awesome. Crit can. Spukball. Into Dark Larian. Was kommt jetzt? Gastella. Bleib mal drin. Moment, 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 Moment. Okay, Moment, das möchte ich jetzt ausprobieren. Wir tauschen aus, wir wechseln zu Rubygum. Ich habe nämlich was vergessen. Unser Rubygum kann ernsthaft Critical Hit und Poison Hack. Okay. Ich riskiere es. Ja, wird schon nichts passieren. Wir tanken noch eine Runde. Wir können Schlagbohre. Wie krass ist das denn? Perfekt. Critical Hit natürlich von Rubygum. Magnetomoke Level 50. Da kommt noch Golbat und das ist das perfekte Stichwort. Ich glaube, wir haben unser ganzes Team gesehen heute. Magnetomoke darf auch mal wieder ran. There we go. Ladungsstoß. So. Nicht wundern, ich gucke die ganze Zeit auf die Zeit, weil der Part ist schon ziemlich knapp. Schon ein bisschen über unsere Zeit. Und ich muss ihn noch hochladen, es ist 16.15 Uhr. Deswegen möchte ich euch nach Hause schicken. Oh, alle besiegt. Alle getötet, besser gesagt. Okay. Hab ich halt verloren, aufgeben tun wir trotzdem nicht. Wir sind schließlich Team Sky. Schreibt mal einen Gang runter. Schlechte Verlierer sind sowas von lahm. Da ist Fran. Und du, Lilly? Bist du wirklich bereit für das, was du vorhast? Eigentlich sollte ich mich für all die Dinge, die ich dir angetan habe, entschuldigen. Auch wenn ich ja eigentlich nur die Befehle der Präsidentin ausgeführt habe. Aber ich denke, für so eine Entschuldigung ist es jetzt wohl zu spät. Die Sache mit Bromley ist die... Er mag die Präsidentin. Er mag sie wirklich. Sie ist die einzige Erwachsene, die ihn schätzt und auch ernst nimmt. Mutter ist egoistisch. Sie hat nur Liebe für die übrig, die sich so verhalten, wie sie es sich wünscht. Aber ich werde sie retten. Es gibt da etwas, was ich hier unbedingt sagen muss. Und Bromley kann ich dabei auch noch retten. Ganz schön hype. Ach, Kindchen, irgendwas an dir erinnert mich an die Präsidentin. Irgendwas tief in dir. Ja, weil es die Tochter ist, I guess. Erinnert euch zwar charakterlich überhaupt nicht, aber die Leidenschaft, die in dir brennt, ist dieselbe. Du bist Bromley nichts schuldig und musst ihn nicht retten. Aber wenn er verschwunden bleibt, kann er sich nicht für all die Dinge verantworten, die er verbrochen hat. Oh, ist sie auf einmal Polizistin oder what happened? Undercover Cop? Maybe. Und du, Ander, du scheinst kein gewöhnlicher Junge zu sein. Du hast dich nicht nur gegen Team Sky zur Wehr gesetzt, sondern auch gegen die Aether Foundation und ihre dunklen Machenschaften. Das macht dich zu einem ganz besonderen Pokémon-Trainer. Dass du mir schön unsere kleine Prinzessin hier beschützt, okay? Okay. Hier, dieser Z-Kristall ist vom Typ Gift. Sieh ihn als eine Art Entschädigung. Nice. Ich benutze die allerdings nicht. Übrigens, Ander, den Stein, aus dem dein Z-Ring gemacht ist, hast du von Kaporiki persönlich bekommen, oder? Gib auf jeden Fall gut Acht drauf.
Ohne Pokémon gäbe es keine Trainer. Vergiss das nie, sonst ziehst du dir den Zorn der Kapu zu. Wobei ich mir da bei dir keine Sorgen mache. Zeit zu gehen. Hm, nice. So, leider enden die Cutscenes einfach nicht. Sie wollen nicht enden. Hm, selbst Team Skull hat so seine Probleme. Danke übrigens, dass du mir immer zur Seite stehst, Sander. Dafür heile ich mal eben auch dein Team. Cool, danke. Anna, machen wir uns auf zum Podium. Zum Canyon von Pony geht es dort entlang. Ja, das ist nicht zu verfehlen, dass da ein Canyon. Alright. Puh. Okay, Leute, der Part in Überlänge hat ein Ende. Ich entschuldige mich dafür. Ja, ich entschuldige mich dafür, dass es so wenig Action, so wenig Hype, so wenige Fights in diesem Part gegeben hat. Und ich hoffe, ihr habt es überstanden. Wenn nicht, dann überspringt den Part einfach. Gut, diesen Hinweis hier am Ende des Parts. Zu erwähnen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Mode.